Jo, Leute, jetzt kommt dann wieder ein neues Video von meinem Haltungsbericht der Messe Arenarius. Schaut es euch an. Bisschen was hat sich getan, noch nicht so viel, wie ich es gern hätte. Aber die Kleine kämpft und jetzt sind wir ja nicht mehr ganz allein. So Leute, hier sind wir auch schon wieder beim nächsten Video von der Messe Arenarius, meiner Tapferen. Ihr seht, auch die zweite Arbeiterin ist geschlüpft, wohlauf und gesund. Jetzt sind wir also schon insgesamt zu dritt. Meine Königin sitzt hier auch ein bisschen so auf der Brut drauf. Ich hoffe, ich kann es ein bisschen sehen. Wir haben eine ganz dicke Larve, ein Eierpaket. Und ich glaube, dass da noch irgendwo eine Larve über ist oder ein paar. Leider mag mein Handy gerade nicht so. Machen wir es eben hier. Außenaktivität ist quasi faktisch nicht vorhanden. Sie machen auch keinen Eindruck, dass sie groß nach raus wollen. Ich habe ihnen ein bisschen Körner zur Verfügung gestellt und auch eine Fliege reingetan. Die haben sie ein bisschen zerpflückt. Ich schätze einfach mal, es ist der Bedarf noch wesentlich gering und sie werden hier ein bisschen von der Königin mitgefüttert, denn die hat ja auch von mir auch ein bisschen Starthilfe bekommen. Hier sieht ihr gerade, wie eine Arbeiterin die Königin ein bisschen putzt. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Und da so unten drunter, ich meine, Vorsicht, es wackelt jetzt kurz. Und da so unten drinnen sieht man die Eier. Genau. Ja, also an und für sich schaut es gut aus bei der Kolonie. Sie sind noch relativ ruhig. Ist aber nicht weiter verwunderlich bei so wenig Ameisen. Sie versuchen natürlich so wenig Energie wie möglich zu verschwenden. Jo, also drum, das Video ist jetzt nicht gerade lang. Ich hoffe, euch hat trotzdem ein bisschen gefallen, dass sich trotzdem etwas tut. Und ich hoffe, dass jetzt bald dann neue Arbeiterinnen kommen. Die Larve kann sich jetzt bald auch mal hoffentlich verpuppen. Und dann sehen wir gleich weiter, wie es dann besser wird. So, Leute, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Reinschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.